Ja, hallo, schön, dass ihr auch heute wieder reinschaut zu dieser Ausgabe Let's Play World of Warships. Und hier haben wir heute mal ein Schiff, das ich auch, glaube ich, noch gar nicht so oft gezeigt habe, nämlich den Tier 9 Kreuzer Ibuki. Johann vom Teich hat das Ganze eingeschickt und er spielt nicht allein, nein, er hat hier Mufuti mit seiner Baltimore im Zug. Ja, und jetzt schauen wir mal, was er hier so reißt. Anfangs wird natürlich hier Gas gegeben. Zack. Da sind schon die ersten aufgeklärt, da kann aber doch nicht schießen, also von dem her alles gut. Und jetzt sehen wir schon die ersten Schüsse Richtung Amagi. Wenn das Spiel immer so schnell losgeht, fände ich es übrigens persönlich besser, weil die ersten 2 Minuten, ihr seht es ja jetzt, jetzt hat es wirklich wieder 2 Minuten gedauert, bis da was passiert, und das ist jede Runde so. Aber naja, ich wüsste jetzt auch da kein Patentrezept. So, die Schüsse gingen zur Hälfte in die Insel leider. Hat man eigentlich auch gut gesehen am Fadenkreuz, da war dieses Inselsymbol. Da wisst ihr, okay, das klappt wohl nicht. Aber einer hat getroffen, in dem Fall aber kein Schaden. Katapultjäger hat er in die Luft geschickt. Er spielt hier ansonsten noch mit dem defensiven Flakfeuer. Und natürlich gibt es auch noch die Reparaturmannschaft. Also so gesehen, für alles was am Start. Mufuti schreibt auch, er hat gleich Radar ready. Das ist natürlich hier wahrscheinlich dann für die Insel, beziehungsweise für die Nebelwand, die hinter der Insel ist. Er ist gerade nicht sichtbar. Aber auch kein... Oh, da. Ja, oh, sehr schön. Die Shima hat hier die Udaloy mit ihren Torpedos weggemacht. Und Shimakaze ist natürlich sehr, sehr fies, weil die Torpedos... Die unterschätzt man leidenschaftlich gerne. So, die Torpedos, die gehen hier schön daneben. Und auch die Hits von der Amagi gehen hier auf die Baltimore. Also alles gut für ihn gerade. Ich würde der Baltimore jetzt wirklich einheizen. Kaum sage ich, zündet er sie auch an. Perfekt. Da ist eine Fletcher. Er funkt auch sofort, dass man die fokussieren soll. Aber die Distanz ist natürlich sehr weit. Und in der Regel sollte da die Fletcher auch wieder zugehen, so wie es jetzt der Fall ist. Amagi brennt da weiterhin. Also auch nicht von ihm, aber da hat ihn sie jemand wohl schon wieder direkt angezündet. Ist natürlich auch immer sehr ärgerlich, wenn man da den Brand hat, repariert den und teilt den nicht. Und brennt dann aber sofort danach wieder und kann da nichts mehr tun, außer eben vielleicht doch wieder zu heilen. Aber auch das sieht nicht so aus, als ob das passiert. Ganz im Gegenteil, die Hitpoints werden immer, immer weniger. Torpedos voraus. So, Torpedos, da hat er jetzt einfach mal die Fahrt reduziert. Und dann ging das auch. Die Fletcher ist jetzt hier wieder offen. Die wird jetzt erstmal fokussiert. Natürlich ist eigentlich so die Hauptaufgabe von einem Kreuzer, erstmal sich um die Zerstörer zu kümmern. Aber leider ist es aktuell noch nicht der Fall, dass man die hier rausbekommt. Die Amagi hat hier einen ganz klassischen Fehler auch gemacht. Komplett alleine versucht, die Seite zu nehmen. So ehrenhaft es auch mal ist, gefühlt versuchen, den Gegner irgendwie von der Seite wegzuhalten. Aber man sieht halt, klappt halt nicht wirklich. Also gerade alleine eine Seite wird schon sehr, sehr, sehr schwierig. So, die Amagi, kaum mehr Hitpoints und er lässt sich jetzt hier hinter die Insel fallen, aber eigentlich kann er jetzt Gas geben, nachdem der Punkt jetzt nämlich erobert ist, können sie jetzt mal versuchen Richtung B, C zu kommen, weil da ist der Gegner stark vertreten, hat auch beide Cap-Zonen für sich eingenommen, also dementsprechend da muss versucht werden zu agieren und den Gegner da Kopfschmerzen zu bereiten.
aktuell hier jetzt kein Gegner mehr. Die sind da alle sehr zentriert auf C, deswegen wird hier einfach mal mittig durch die Karte gekreuzt, um schnellstmöglich da Richtung New Orleans und Kutuzov zu kommen. Fünf seiner Kollegen sind schon zerstört. Der Gegner hat erst zwei Verluste und eben noch eine Cap Zone mehr sozusagen. Also das ist schon nicht so toll. So, jetzt Schüsse auf die Kneise noch raus. Da hat er ein bisschen, ja, ein bisschen zu hoch und ein bisschen zu weit hinten. Hier die Schüsse auch raus und jetzt auf die Kutuzov kommt er nicht mehr, weil die hat man ja gut gesehen, die hat sich da hinter die Insel verzupft. Die Fletcher nach wie vor da drüben sehr ärgerlich, weil die natürlich ziemlich viel, ziemlich lange aufmacht. So, Friedrich der Große da hinten, das ist natürlich ein sehr leicht zu beschießendes Ziel. Und auch da sofort der Brand. Hier wird schon geschrieben, Ibuki wait for smoke, aber in dem Fall glaube ich, kann er jetzt hier nicht mehr allzu viel auf Smoke warten. Er sagt zwar, er funkt zwar, dass er es gecheckt hat, aber hier kommt schon die Udaloi. Jetzt macht er hier eine schöne Nebelwand direkt vor ihm. Das ist auf jeden Fall schon mal sehr hilfreich. Jetzt bekommt er zwar von rechts noch die Hits, kann sie jetzt aber hier sogar in die Nebelwand stellen und dementsprechend jetzt richtig gut agieren. Sehr schönes Teamspiel von dem Zerstörer, was man nicht so häufig sieht. Udaloi ist zerstört. So. Er kann hier jetzt immer noch weiterschießen, weil er bleibt nach wie vor in der Nebelwand, beziehungsweise die Nebelwand hat er zwischen sich und dem Gegner. Jetzt muss er nur aufpassen, die Torpedos, die kommen natürlich von seitens der... Oh, sehr schön, aber besser konnte man nicht dazwischen stehen. Also so soll das wirklich sein, so läuft es perfekt. Ist sehr HE-lastig die Runde bei ihm, aber damit kann man ganz gut leben. So, Friedrich der Große weiterhin. Da natürlich ein leichtes Ziel, besonders wenn er jetzt auch noch so steht. So, jetzt läuft aber auch wahrscheinlich bald der Rauch aus. Muss da nur aufpassen, dass er nicht auf einmal plötzlich stehend vor dem Gegner sich befindet und da rausgewumst wird. Oh, jetzt kommt da die Iowa sehr, sehr nahe und jetzt muss er natürlich da Gas geben und sich dem Ganzen hier erwehren. Hat auch schon mal die Torpedos vorgewählt. Die sollen jetzt da definitiv raus Richtung Gegner gehen. Aktuell aber wieder die Torpedos weg. Natürlich, nachdem jetzt auch keine Problematik mehr von Seiten des Gegners besteht, kann er sich da auch wieder ein bisschen umorientieren. So, Torpedos gehen hier Richtung North Carolina raus.
Oh, sehr schön. Hier durch den Brand ist Friedrich der Große da zerstört worden. Sein 5. Kill. Der Schaden selber, mein Gott, 50.000 ist jetzt noch nicht so viel, aber wichtig ist, jedes Rohr, was man sozusagen weniger im Spiel hat, tut dem Team auch gut. Einer der Torpedos hat ja schon mal getroffen, aber mit der North Carolina, da muss jetzt von dieser Salve, die da jetzt unterwegs ist, noch definitiv mehr kommen, weil sonst hat er da jetzt gleich ein massives Problem. Mal schauen, was die Torpedos im Brand. Einer hat getroffen, ein zweiter hat getroffen, der Brand ist da. Fluten tut er wahrscheinlich auch, also da bekommt jetzt die North Carolina viel Schaden, die Salve ist raus und nimmt ihn raus. Ja, das war Maßarbeit, da hat er jetzt schön schnell viel Schaden angebracht und dementsprechend dafür gesorgt, dass hier das Schiff untergeht. Und auch die Gneisenau holt sich da sogar nochmal 2 Torpedotreffer ab. Wie das passieren kann, das frage ich mich, weil die Torpedos sind ja lange schon aufgewesen, hat es aber wahrscheinlich gar nicht so irgendwie überrissen und holt sich da sogar nochmal 2 Treffer ab. Also perfekt, besser geht's natürlich gar nicht. So, auch hier jetzt die Gneisenau weggebrannt. Also das läuft wie am Schnürchen. Aber jetzt kommt es jetzt nochmal haarig. New Orleans da auf ihn und hier die Schüsse aus dem Rauch. Kann also gar nicht sehen, wer wie was schießt, woher es genau kommt. Das ist natürlich eine super doofe Situation. In dem Fall kann es sich dabei ja eigentlich nur um Gearing oder Fletcher handeln, logischerweise. Aber das ist halt ein sehr ärgerlicher Granatenhagel, den er da auf sich erdulden muss. Dementsprechend jetzt mal die Torpedos. Aber die schauen eher so aus, als ob die Richtung New Orleans gehen und nicht in den Nebel, da woher die Schüsse kommen. So, jetzt wissen wir auch ganz genau, dass es die Gearing ist, weil Fletcher da drüben schon am Start ist. Jetzt die Torpedos dahin, wo es aus dem Rauch kommt und versuchen hier so ein bisschen wegzufahren. Jetzt ist der Torpedowerfer auch komplett zerstört, nicht nur beschädigt. Und ich hätte jetzt an seiner Stelle einfach hier so schnell als möglich die Flucht ergriffen. Da der Torpedo sitzt hier hinten auf die New Orleans. Also die Torpedos, die laufen bestens. 4 Kills hat er, einen braucht er noch für die Krake. So, jetzt ist er erstmal wieder zu. Hat jetzt Gott sei Dank so ein bisschen sich erwehren können gegenüber der Gegner. Oh, jetzt nimmt er auch noch die New Orleans mit dem Torpedo raus, lässt die Krake frei und last but not least ist jetzt lediglich noch die Gearing am Leben. Also er hat hier wirklich stark aufgetrumpft zum Ende der Runde hin, muss man ihn ganz klar lassen. Und 7 Torpedotreffer, das läuft perfekt, so soll es sein. Gegner hat einzig und allein noch den einen Punkt da unten mehr mit A. Das kann natürlich sein, dass vielleicht jemand da sucht, den Punkt einzunehmen. Da ist jetzt auch die Gearing offen. Friedrich der Große hat die aufgedeckt. Ich glaube, die Gearing ist jetzt abgedreht und kommt somit in seine Richtung. Ja, genau so ist es auch. So, jetzt gehen hier Grüße raus Richtung Gearing. Und jetzt wird es richtig spannend, sogar 2-mal getroffen. Und die Frage ist, wer holt sich diesen Kill denn jetzt noch? Lang dürfte es nicht mehr dauern, da ist er auch schon. Ich sag schon mal tschüss, vielen Dank fürs Zuschauen, hoffe es hat euch gefallen. Und ansonsten, wenn ja, lasst mir doch ein Like da. Bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba. Zerstörer versenkt.